Hi Leute, willkommen zum nächsten Teil der Reihe Aufbau einer Burg. Heute beschäftigen wir uns mit den Vorräten. Also wir reden über Lagerhäuser, wir reden über Vorratshaltung auf der Burg. Denn das gehört zum Leben auf einer Burg dazu und das gehört aber auch zu dem Aufbau. Denn die Burg muss im Fall einer Belagerung natürlich auch eine gewisse Zeit Schutz bieten und natürlich die ganze Besatzung und alle, die sich da geflüchtet haben, irgendwie versorgen. Also sind Lagerräume und ähnliche Gebäude ein essentieller Teil der Burg. Anfangen möchte ich mit einem kleinen Modell. Und zwar, ich habe mal so einen Brunnen gebaut. Ein Brunnen ist wirklich eine der Sachen, die man auf einer Burg braucht. Es gibt Burgen zwar ohne einen Brunnen, aber dazu kommen wir noch. Zu den Modellen möchte ich auch etwas sagen. Corona bedingt muss ich einige Hobbys aufgeben. Dazu gehört das Modellbau. Das ist einfach für mich finanziell nicht mehr tragbar. Und sprich, ist mein letztes Modell. Schade, ist aber so, kann ich nichts daran ändern. Ja, in der nächsten Zeit werde ich halt schauen, dass ich irgendwo im echten Leben euch was zeigen kann, so wie ein Torhaus zum Beispiel. Ja, aber kommen wir zu der Vorratshaltung. Ein Brunnen. Wieso brauchen wir einen Brunnen auf der Burg? Ganz einfach, weil wir alle Wasser brauchen. Wir brauchen das Wasser zum Trinken, wir brauchen, um Körperhygiene zu betreiben, wir brauchen das, um irgendetwas sauber zu machen, irgendwelche Sachen wegzuwischen und wir brauchen das natürlich auch für die Versorgung der Tiere, die auf der Burg sind. Denn in der Vorburg ist da einiges los an Viechern. Ein Brunnen bietet einen Vorteil, dass er direkt vor Ort ist. Man muss das Wasser nicht von außen beschaffen, sprich in einem Falle einer Belagerung hat man es da und man spart sich natürlich lange Wege, Transportwege zur Burg. Die Brunnen waren meistens einfach angelegt, sie hatten eine Winde, kam ein Eimer runter, zack, 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 hat man praktisch mit einem Tau das rauf und runter bewegt den Eimer und immer das Wasser geschöpft. Die Brunnen hatten meistens ein Dach, wie so ein Dach, ganz einfach, damit kein Vogel ganz einfach dahin macht. Denn das landet dann im Wasser und das wollt ihr eigentlich gar nicht haben und schon gar nicht mal ein toter Vogel vielleicht sich da verirrt, verändert oder irgendjemand was reinwirft. Aber auf jeden Fall ist ein Schutz schon mal vonnöten für einen Brunnen, dass da wirklich keine Sachen reinkommen, die da nicht in das Wasser hingehören, um das zu vergiften. Ja, hat man keinen Brunnen, muss man sich was anderes einfallen lassen. Da gibt es die Möglichkeit, Wasser irgendwie zu sammeln. Sprich, wir reden von einem Sammelbecken, einer Zisterne. Bei der Zisterne habe ich nämlich ein Problem. Das Wasser ist meistens dreckig. Ganz einfach, es wird irgendwo gesammelt halt durch, vom Dach oder irgendwo, wo sich Wasser halt meistens vom Regen halt irgendwie sammeln könnte. Das bedeutet, es fließt von Dächern und sonstiges irgendwo zusammen. Und dieses Wasser ist kein Trinkwasser. Um dieses Wasser zu nutzen, muss man das erstmal kochen. Sprich, wir brauchen dazu auch noch eine ganze Menge Holz. Also Holz muss ebenfalls auf der Burg eingelagert werden. Holz brauchen wir zum Kochen, wir brauchen zum Wasser abkochen und natürlich halt für die Wärme. Wir wissen ja nicht, wann wir belagert werden. Im Winter braucht man es einfach, damit man nicht friert. Ja, zu dem Brunnen möchte ich auch noch etwas sagen. Und zwar, der Brunnen war so extrem wichtig, dass viel unternommen wurde, um einen Brunnen überhaupt auf einer Burg möglich werden zu lassen. Ihr wisst, viele Burgen sind auf einer Anhöhe, auf einem Felsen gebaut. Man hat sich durch den Felsen gebrochen. Teilweise 80 Meter tief. Und wo das nicht möglich war oder wo das einfach unbezahlbar war, aber eine Quelle in der Nähe der Burg war,
hat man sich was anderes einfallen lassen. Nehmen wir mal an, wir haben hier unsere Burg auf der Höhe, die Fundamente auf der Höhe, zack, die Burg ist ungefähr so hoch und wir müssten uns praktisch durch den Felsen da durchackern. Aber unterhalb, bisschen, ja, neben der Burg praktisch, aber weit unten, gibt es eine Quelle oder eine Möglichkeit, halt einen Brunnen besser graben zu können. Dann hat man nichts anderes gemacht, als da den Brunnen angelegt. Der war zwar nicht in der Burg, aber man hat einen Turm hochgebaut, um eine Verbindung zu der Burg zu schaffen. Sprich, es gab einen Brunnenturm. So ein Brunnenturm ist zum Beispiel auf der Burg Annweiler am Trifels zu bewundern. Also man hat sich da wirklich was einfallen lassen, um irgendwie Wasser auf die Burg zu kriegen. Also, wir haben Wasser und Brennholz. Dann brauchen wir natürlich eine ganze Menge Nahrungsmittel. Nahrungsmittel sind das A und O. Die Nahrungsmittel müssen wir auch irgendwie haltbar machen. Haltbar machen ist immer so eine Sache, gerade halt ohne Kühlschrank und Einfriermöglichkeiten, wie es damals halt hier einfach nicht gab. Also müssen wir das Zeug entweder trocknen, salzen, dörren, irgendwie in dieser Richtung müssen wir arbeiten. Ja, man hat zum Beispiel das Fleisch entweder eingesalzen, ja, oder halt so Wurst gemacht, die hält sich ein bisschen Trockenwurst, oder man hat das Fleisch über, also am Rauchabzug praktisch von der Küche. Es waren ja ziemlich große Küchen, große Rauchabzüge, große Öfen und da hat man es einfach getrocknet. Da hat man es praktisch zum Räuchern auch hingehängt und so hat man entweder das Trockenfleisch oder das Räucherfleisch. Das hat sich auch ziemlich gut gehalten. So ein Klassiker, Räucherspeck, kennt ihr ja alle. Das hält sich ewig und es ist sehr nahrhaft. Ja, beim Gemüse und ja, Wurzelgemüse oder anderen Sachen, da sieht es ein bisschen schlechter aus. Man hat teilweise später sogar kleine Gärten angelegt auf der Burg, um sich irgendwie noch versorgen zu können. Aber das zu lagern, braucht man halt einen Keller. Im Keller standen natürlich auch große Fässer mit Wein. Ich sag's mal so, das war auch in Richtung Trinkwasser etwas Trinkbares. Also mit frisch Obst und Gemüse war dann schon ein bisschen schlechter. Ihr könnt euch vorstellen, dass so ein Leben auf der Burg, vor allem einer belagerten Burg, da geht es halt ganz schön rau zu. Man hat entweder Fleisch oder halt Korn gemahlen. Korn lässt sich auch noch ziemlich gut halten und ja, Brot gegessen. Also es war ziemlich einseitig. Es gab ziemlich wenig Frisches. Solange man noch Viecher hatte, also Tiere, Hühner, Enten, was auch immer auf der Burg hatte, war das noch ziemlich gut. Man musste aber auch die Tiere auch versorgen. Die brauchen ja nicht nur Wasser, sondern sie brauchen Einstreu. Sie brauchen natürlich auch ihr eigenes Futter. Und dazu braucht man unheimlich viel Lagerraum. Also man braucht Lagerräume für das eigene Essen. Man braucht Lagerräume, um ja, das Futter für die Tiere irgendwie aufzubewahren. Dann braucht man natürlich auch Räume für die Tiere. Man braucht auch Räume, die für die Geflüchteten, ja, für die Unterbringung einfach der ganzen Menschen, die in die Burg geflohen sind. Also man braucht eine ganze Menge Depots, Magazine, Kammern, was auch immer. Das sind alles Lagerräume. Ich würde das Ganze mal unter dem Begriff Lagerraum bezeichnen. Die waren essentiell. Die gehörten auch zu einer Planung der Burg. Also man hat nicht einfach nur diesen Aspekt im Kopf gehabt, ja, wie wehre ich mich? Es ging nicht nur um den Kampf, sondern auch, wie lange kann ich da ausharren im Falle einer Belagerung. Und ihr seht, manche Burgen haben über 2 Jahre ausgehalten. Also das war schon ziemlich ausgeklügelt und es wurde entsprechend vorbereitet. Wenn ihr also eine Burg mal jetzt betrachtet, dann habt immer das im Sinn, dass die Burgen auch eine lange Zeit eine Belagerung standhalten mussten und entsprechend Lagerräume zur Verfügung standen. Genauso auch wie Unterkünfte für Mensch und Tier.
Ja, damit würde ich jetzt das Video abschließen und mal schauen, welches Thema mir als nächstes einfällt. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.